die schmutzigen, dreckigen Spiele hier auf. Schauen wir mal. Brauchen wir ja schon ein paar Verlängerungen, sonst bringt das ja gar nichts. Komm, Alter, ey, was mit den Novos? Aha. Wollte schon sagen, ey. War schon Richtung Fluchmodus hier. Komm, einmal 4 geht noch. Ja, gut bezahlt, kann man ja nicht meckern, ne? Lass mal bis 50 nachlaufen, vielleicht kommt der direkt nochmal rein. Manchmal hat man ja so Feelings. Manchmal sind die Feelings ja auch voll RIP. Oder doch nicht, wie gesagt. Also heißt, ich muss heute viel meckern, dann kommt auch ein bisschen was. Das ist okay. Für zweimal hintereinander Kuh, dafür, dass der eben voll gemacht hat. 2x4, kannst du immer zufrieden sein, wenn du 2x4 bekommst. So bis 70 und dann gehen wir auf 50. Oder finde eigentlich hier das alte Book lief immer am besten so irgendwie auf 50 Cent, ey. Ich weiß nicht warum. So 50 Cent, 2 Euro waren eigentlich immer die besten Fächer. Obwohl ich eigentlich sonst immer viel mit 60 Cent anfange. Aber wie man sehen kann, 51 Minuten Spielzeit. Davor war schon ein bisschen RIP-Phase, deswegen. So. Gucken wir mal, ob der noch was auf Lager hat hier. Nee. Wenn er gut drauf ist, geht er so zwischen 50 und 60 rein. 10, 15 Euro.
Auch selten geworden, mal solche Bilder irgendwie. Selbst wenn es nur ein Vierer ist und mal ein 40er, ein bisschen spiegelt, so, keine Ahnung. Lange nicht gesehen, so ein Scheiß, ey. Gibt es doch gar nicht. Mittlerweile so ein bisschen mehr im Gefühl, dass die Magies besser laufen als die Novos. Weiß ja nicht, wie ihr das seht, könnt ihr mal in die Kommentare klatschen, aber ein bisschen im Gefühl, ob es wirklich so ist, ist die andere Frage. Ja, gut, alles klar. Wenigstens mal hier Spiele gekriegt jetzt. Schauen wir mal. Ich habe ja gesagt, wenn der reingeht, dann geht er so zwischen 50 und 60 Euro rein. Und ja, schauen wir mal, ob das hier was wird. Einmal Könige bitte. 300 Spiele. Na, ist ja fast das selbe. Guck dir das Bild an, hast du das gesehen? Ey, das ist doch asozial. Ne, schmeiß doch rein, spiel doch. Ey, Junge, 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 wenn ich solche Bilder schon sehe, ne, da hab ich schon wieder keinen Bock mehr zu spielen, ey. Ohne Scheiß. Vierer kannst du ja auch im Arsch stecken, ey. Du bist schon zu doof, ey. Hat ein Drecksbild, ey, ganz ehrlich. Nicht mal Verlängerung. Ja. Gibt da wenigstens noch einen, du Affenarsch. So ein Drecksbild da mit 40 AG ist mir immer nicht schlecht gewesen, ein bisschen das Rad kurbeln zu sehen hier, aber naja. Ekelhaft. Vor allen Dingen nicht mal so irgendwie vier Stück kombiniert. Da, jetzt kriegst du so eine Piste da, anstatt der mal voll macht, also wieder gut machen. Ja, ich musste mal kurz abstoppen, Leute. Die Bedienung kam mir gerade. War hier ein bisschen am Rumjammern. Ja, ja. Schau mal, vielleicht geht der ja noch mal rein jetzt. Bin ich allein durch der ihr Geblubber. Guck mal, jetzt weil der läuft, will die, dass ich hier aus dem VIP-Raum. Scheiß drauf. Bevor ich jetzt gleich den Flipper kriege, halte ich jetzt mal kurz meine Fresse, weil ich am Filmen bin. Köpfe! Oh, Lumbas, euch mit vergammelte Zähne, sagt doch mal. Macht wenigstens voll, Mann. Ja, hab ich doch gesagt, macht doch voll. Wir haben auch schon Kuh voll bekommen bei 14. Ein bisschen Wiedergutmachung von eben, von den 5 Fiopies hier. Nochmal voll geht. Das wart jetzt auch. Schäge, der macht nur so Assi-Bilder, was soll das? Gut, ich will mich ja nicht beschweren, ich schmeiß ja gut, also, aber trotzdem, was sollen diese scheiß Bilder da? Nur am Locken hier und dann am Schocken oder was? Euro Bombe für 50 Cent. Ja Leute, ich muss jetzt gleich hier abdrücken, weil ich bin hier im Gastrobereich drin und der ist normalerweise immer dann nur, wenn vorne alles besetzt ist. Hier sind zwei Geräte, dann hat man hier ein bisschen seine Ruhe, aber Problem ist, da vorne sind jetzt Geräte frei geworden und dann sagt sie, ja, die muss jetzt hier Gastro schließen, deswegen gehe ich jetzt nach vorne irgendwo an irgendwelche Dreckskisten, dann hoffe ich, dass da auch ein bisschen was geht. Dann
werde ich da gleich weiter filmen. Aber der läuft bisher nicht. Ich will eigentlich gar nicht hier weg, aber ruft jetzt gleich. Bitte Geld drüber buchen. Bevor die anfängt zu weinen, Leute, dann drücken wir natürlich ab. Und ich will bis 150. Wenn der nochmal reingeht, ist okay. Wenn nicht, dann scheiß drauf. Dann buche ich rüber, dann gehe ich andere Karren. Bleibt ja nichts anderes über. Mach doch 5 Stück einmal im Leben. Ich mach mal kurz Pause, Leute. So, Leute, weiter geht's. Deswegen ist das auch so leise, Leute. Nicht, dass ihr denkt, ich sitze irgendwo im Keller oder was. Ey, und bin hier in meinen Kisten am Spielen. Schön wäre, dann hätte ich nicht so ein dickes, fettes Minus am Arsch kleben. Außerdem, Leute, ihr fragt doch jedes Mal, ey, Manni, bist du ein Plus oder ein Minus, ey, Leute. Ich mach die Scheiße fast 20 Jahre, ey. Wie kann man da ein Plus sein? Also vor allen Dingen nicht an Automaten-Scheiße. Also die Frage erübt sich ja da schon, ne? Ist ja Spinnerei, ganz ehrlich. Ich mache mal ganz kurz Stopp, Jungs und Mädels. So. Warten wir mal bis 150, dann yalla. Dann müssen wir uns leider verpissen. In einer anderen vergammelten Ecke. So, machen wir jetzt bei 168, machen wir mal 60 Cent und dann 150 raus. Let's go, let's go. Ey, Junge, wie oft zeigt der diese 4 Stück oder so? Das ist doch nicht normal, ey. Komm einmal noch rein jetzt. Wir wollen noch einmal die Hood Boys sehen. Ja, Leute, schon mal mies, Mann, dass ich jetzt hier Feierabend machen muss, aber bleibt nichts anderes über. Dann machen wir jetzt mal auf Stopp hier und dann war das. Dann gucken wir mal im nächsten Video, was dann in anderen Chäsen los ist oder was da so geht oder auch nicht. In diesem Sinne, haut rein, Leute.